Und weiter geht es mit einer brutalen Folge Lies of P. Wir sind jetzt in der Fabrik, beziehungsweise sind wir schon mittendrin oder kurz davor? Ich würde sagen, so ein Zwischending, Leute. Wir sind im Vorhof oder so. Wir haben hier eine Tür, ja? Wir haben hier einen Schlüssel bekommen. Ich denke, wir können damit bestimmt durch die Tür gehen, aber ich will einmal ganz kurz noch schauen, ob hier irgendwie Loot ist. Oh, ja, da ist Loot und da ist ein Dicky. Ein dicker Kollege. Hier können wir nicht aufmachen. Aber wir haben ja eh unseren Stargazer dort. Ich würde sagen, wir hauen ihn weg, oder? Wurfzellen war ich mir erstmal auf. Ich überlege gerade. Davon haben wir eigentlich sehr viele, ne? Wir gönnen uns mal. Ich meine, wir können ja eh wieder am Feuer unser Leben holen. Und rein da. Oh. Darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Holen wir den erstmal nach hinten. Nein, 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 nein. Pinocchio, was machst du da? Pinocchio, Bro, also bitte. Können sich auch selber Schaden zufügen? Ich würde mal sagen, nein, ne? Ganz ruhig, Kollege. Ganz ruhig. Ja, und das war natürlich wieder sehr schlecht von mir getimed. Aber der nervt hier. Warte, der muss erstmal weg, der Kollege. Gut. Bro. Ja, das bringt nichts. Zu viel draufgeschlagen. Aber wir können die Heilung so viel reinballern, wie wir wollen. Weil wir wollen nur den Loot da hinten haben. Sternfragment, sehr schön. Oder müssen wir hier lang? So, ach nee. Aber wir müssen hier sogar lang, ne? Oder ist hier nur... ja. Muss man bei dem durchrennen und dann die Kiste holen? Ich meine, wir werden es sonst nie herausfinden, ne? Ach, verderbt uns auch nochmal geil. Na super. Ach, das ist ein Boss. Gut. Lass dich nicht stören. Bei dem muss ich ran mit, wie nennt sich das nochmal? Mit diesem Attribut Widerstand gegen und so, ne? Den Kollegen lassen wir erstmal. So ein Zwischenbonus-Boss. Okay, ich sollte schnell hier ran einmal. So. Okay. Dann haben wir wieder unser Leben. Wo geht's hier oben lang? Ich denke, hier ist... Warte mal. Das sieht sehr verdächtig aus. Ist hier Händler? Achso, eine Luke. Ja, wenn wir auch irgendwo reinkommen. Die Frage ist nur, wo? Ich schaue mich mal ganz kurz um. This place gives me the creeps. It's like something's gonna jump out any second. It's okay, pal. Gemini's looking out for you. Das wird wahrscheinlich auch passieren, ne? Aber wir gehen erstmal hier rein. Wir haben ja den Schlüssel. Ist der Schlüssel? Ach so. Ich dachte, Schlüssel ist dafür. Gut, dann müssen wir hier oben lang. Dann haben wir keine andere Wahl. Ich würde aber ganz gerne hier einmal rein. Aha.
komm. Gibt's auch nicht. Das gibt es doch nicht. Aber hier haben wir unser Boni anscheinend. Ist gut. Das ist mehr als gut. Was kriegen wir denn Schönes? Dafür ist der Schlüssel, ne? Oder? Oder nicht? Oh, Klinge eines Salamanderdolchs und ein Griff. Das muss ich mir mal ganz kurz anschauen. Also unseres macht 118 plus 31. Oh ja. Pluszellen, Ladung 10. Hier, okay, Feuerangriff. Aha. Das heißt, er macht dann 90. 110 insgesamt, ne? Zünden und Rückzugstich. Wir probieren den mal, aber jetzt sind wir, glaube ich, schwer, oder? Oh. Warte mal, bin ich jetzt irgendwie schwerer beladen? Etwas schwer. Egal, wir testen es mal. Ich meine, warum nicht? Die da drin sind bestimmt auch wieder neu gespawnt, ne? Obwohl ich mit meiner Waffe eigentlich relativ happy bin. Aber ich teste es mal. Vielleicht lohnt sich das ja. Vielleicht ganz gut für Bossen, weil wir sehr schnell stechen oder für die großen Lahmen. Und hier soll irgendwas rausspringen. Und bis jetzt ist gut. Bis jetzt ist doch ganz gut. Ja, macht halt nicht viel Schaden, ne? Aha, eine Falle. Vielleicht ist das, dieser Dolch ganz gut gegen den hier, ne? Sollen wir den mal versuchen? Aha. Wir werden den demnächst versuchen. Ich weiß nicht, ob die Waffe so gut ist. Wie hier. Mal, brennt die noch nach irgendwie? Nee, ne? Ja, die ist aber sehr schnell halt, ne? Und so langsam ist die Waffe schon nice. Dann können wir ein bisschen zustechen und abhauen. Gegen langsame Gegner ist die echt gut. Vielleicht lagern wir die dann erstmal ein und nehmen die dann irgendwie für Bosskämpfe mit oder so. Das wäre doch ein... Oh, ach nein. So einer und dann auch noch hält er mehr aus. Geil. Das ist natürlich sehr geil. Hier könnten wir runter. Eine andere Wahl hätten wir eh nicht, ne? Ich würde doch sagen. Wir machen so einen Jump, ne? Ja, das war klar. Das war doch klar. Gut, gönnen wir uns erstmal die Kiste. Mal gucken, ob da was Schönes drin ist. Mondschein, warum schon? Aha. Ja, komm mal her. Was hat er? Aha. Nee, irgendwie keine Ahnung. Den Dolch fühle ich irgendwie nicht so. Müssen wir mal testen. Ich werde den dann erstmal wahrscheinlich wegpacken, ne?
Ich glaube, das macht ein bisschen mehr Sinn. Aber wir sind ja gerade hier ein bisschen relativ weit gekommen. Deswegen machen wir das später. Dann halten wir das gute Stück erstmal. Okay, keine hinterhältige Falle. So weit, so gut. Das sieht schon sehr verdächtig aus. Oh. Boss? Ich hoffe nicht. Oh. Ich glaube, wir müssen darunter. Können wir auch irgendwie an die Seite? Nein, können wir nicht. Ich sehe nichts. Alter. Kein Boss, aber... ein crazy Dude. Oh nein, 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 nein. Pinocchio. Pinocchio, mach jetzt keine Faxen. Das war knapp. Der hält schon gut was aus, ne? Nee, das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich so eine Geschichte hier machen, aber gut. Das bringt auch nicht wirklich viel, ne? Gut, warte mal. Wir versuchen mal den Dolch bei dem. Vielleicht ist das ganz gut. Da sind wir relativ schnell, ne? Hält schon gut was aus, ne? Ich glaube, ich eine Zelle bei dem benutzen soll, aber die will ich ganz gerne für Bosse aufbewahren. Ja, das ist schon gut, ne? Der Dolch, der... boah, aber der hält viel aus. Ob ich den packe? Hält schon gut was aus, ne? Ich kann ja irgendwie immer nur so ein bisschen reindippen. Natürlich trifft er mich auch noch. Was denn sonst? Ich glaube, wir gehen bei dem drauf. Hält aber auch ultra viel aus, ne? Der hält schon unverschämt viel aus, Leute. Nein, nein, nein. Pinocchio. Ja, der hat mich tatsächlich noch. Na geil. Davon könnte ich nicht, ne? Obwohl nach oben. Ja, natürlich kriegt er mich. Na geil. Okay, bei diesem Move müssen wir auf jeden Fall ausweichen. Da bringt Laufen gar nichts. Ja, soll ich den Dolch bei dem benutzen? Ich würde sagen, wir gehen da nochmal im Dolch ran. Wir versuchen es. Jetzt muss ich hier die ganzen Gegner hier machen, ne? Na gut. Diesmal packen wir den. Oh, das ist auch 3500 von meinem Dingens, ne? So, komm mal schön zu mir. Sehr schön. Machen wir wieder hier den hier. Okay. Die müssen wir auf jeden Fall auf Abstand halten, ne?
Nein! Lauf, Jo. Mach mir doch keine Faxen. Sternfrank. Oh. Na super. Ja, bei dem muss ich. Am besten immer nur einmal zu pieksen. Das ist definitiv besser. Gut, wir gönnen uns einfach eine Heilung. Nein, nein, nein. Ja, so ist auf jeden Fall besser. Mehr mit Taktik, Leute. Mehr mit Taktik. Jetzt haben wir 4 Heilungen. Dann sollten wir den Kollegen auch. Ich überlege, ob ich so eine Zelle bei dem verbrauche. Sind das die Wurf. Sind das Wurfzellen? Warte mal. Muss ich mal ganz kurz schauen. Wurfzellen. Ja, komm, eine gönnen wir uns. Ist schon unverschämt frech. Wir sind hier oben. Oh, das hat ihn auch nicht so viel gejuckt, ne? Na gut. Suche ich mein Glück, ne? Dann ist noch mein Kram. Den soll ich definitiv holen. Natürlich, natürlich. Natürlich, was auch sonst, Leute. Wir gehen wieder auf den Deutsch. Kollege. Ey, das gibt's doch nicht. Kann den Ding nicht ausweichen, ne? Ist unglaublich. Okay, wir müssen ihn am besten nah bei uns halten, glaube ich, ne? Das ist ja nervig. Der ist ultra nervig. Ey, ob ich ihn überhaupt packe? Wie soll ich den Ding ausweichen? Oder muss ich in den reinrollen am besten? Ist doch unmöglich. Können wir da hoch? Könnte ich den auch erstmal außen vor lassen? Hallo, bleib mal hier. Ich glaube, wir können eigentlich auch an den vorbeilaufen, ne? Schon echt, ja. Ich versuche mal ein bisschen mit dem Säbel zu kämpfen. Ich versuche es trotzdem, Leute. Auch wenn wir kaum Leben mehr haben. Ansonsten überspringe ich den erstmal. Ich glaube, mit dem Säbel ist dann doch besser, ne? Wisst ihr was? Wir machen ganz linke Nummer. Wir gehen hier nochmal hoch, damit er sich wieder mit nur Rücken zu uns stellt. Machen wir einfach. Manchmal muss man auch ein bisschen
tricky sein. Ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst doch, was ich meine. Oh, diese Attacke, ne? Aber wir haben ihn fast, ne? Wir haben ihn fast. Kollege, gefällt dir nicht, ne? Also der Dolch ist, glaube ich, nichts für mich, Leute. Mit dem Säbel bin ich besser dran. Ja, eindeutig. Der war knackig. Der war aber sowas von knackig, Leute. Also, diesen Dolch werde ich wegpacken. Ich weiß nicht, ob wir den sogar vielleicht verkaufen können. Das würde für mich mehr Sinn machen. Aber nee. Das war ekelhaft. Dolch, nie wieder. Säbel, viel geiler. Und da haben wir so ein Feuer. Sehr schön. Könnte man noch rüberjumpen? Ich glaube nicht, ne? Sieht nicht danach aus, aber wir versuchen es trotzdem. Und ich bin fast drauf. Was denn noch sonst? Ich sammle erstmal hier den Kram. Okay. Ich bin dann ganz schnell. Und dann würde ich sagen, wir haben 5500 Punkte. Wie wäre es, wenn wir erstmal kurz ins Hotel gehen? Wir gehen erstmal ganz kurz ins Hotel und holen uns ja so ein zwei Level. Zwei Level sind doch drin, oder? Zwei Level sollten drin sein, Leute. Oh, Home Sweet Home. Ich weiß nicht, woran sich eigentlich, ob ich Quarz habe. Würde ich ganz gerne mal schauen. In der Tasche, ne? Wo steht das mit Quarz? Wir beide ausgerüstet, Kostüm, Geste, Sammelstück. Müsste hier beim Material sein, oder? Ich denke nicht, dass ich welches habe. Kann ich ein Upgrade bei dir holen? Ich weiß gar nicht, wo ich einen Mondstein gesammelt habe. Ja. Ich möchte eigentlich nur die Waffe verbessern. Können wir. Nice, das wäre direkt nochmal... Das machen wir nicht, Leute. Das machen wir nicht. Wir gönnen uns die hier. Ich weiß, ob ich die einfach lagern soll und behalten soll. Ich finde die irgendwann doch sehr nützlich. Keine Ahnung. Ich behalte die erstmal. Oder warte mal. Ich lege die erstmal ab. Sind wir auch nicht mehr überladen. Könnte ich die bei dir verkaufen? Wenn ja, für wie viel? Wenn du mir sehr viel dafür gibst, verkaufe ich die. 315. Was ist denn das hier? Der Knüppel. Stimmt, wir haben ja auch den Knüppel, ne? Der, ich weiß nicht. Den habe ich noch gar nicht so wirklich getestet. Wir lagern die Waffe erstmal ein. Was ist das hier? Kartusche, Amulett. Haben wir irgendwas, also materiell will ich erstmal aufbewahren. Obwohl, wie kriegen wir denn? Boah, sehr wenig, ne? Hierfür würden wir sehr viel kriegen, aber ne. Das lassen wir. Haben wir irgendwas sehr viel, was wir kaum benutzen? Och, guck mal hier. Wir haben ganz viele. Einen Moment. Den bewahren wir natürlich auf. Seltenes. Ups. Aber die können wir alle benutzen. Ja, dann haben wir einiges. Dann können wir auf jeden Fall ordentlich leveln. Stufenaufstieg bitte. Gönn mir mal. So, also. Ich brauche mehr Schaden. Ich brauche definitiv mehr Schaden. Aber was ist der Unterschied zwischen den beiden? Guck mal, sagen wir mal hier einmal.
3 und 1, 3 und 2, aber das ist doch teurer, oder? Das ist teurer. Kostet 2000. Ne, ist gleich, ne? Warte mal. Über 92, 108, 3 und 2, 3 und 1. Macht das hier mehr Sinn, ne? Dann gehe ich auf Technik. Ich strecke dreimal rein. Dann haben wir 8 Schaden mehr und Legionswaffe 7 Schaden mehr. Gönnen wir uns. Das klingt doch gut. Soll ich irgendwas bei dem kaufen? Welcome. Zahnräder irgendwie sind, ja. Nee. Die sind irgendwie nicht so der Burner. Ich will mal ganz kurz noch zu Dad gehen. Ich weiß nicht, ob ich doch Quartz habe. Aber das müssen wir eigentlich sehen, ne? Das müssten wir doch eigentlich sehen. Und die Katze lässt sich ja nicht von uns streichen. Aber vielleicht, wenn wir mehr Menschlichkeit haben. Vielleicht dann, ja. Ich denke aber nicht, dass wir irgendwie Quartz gefunden haben. Aber es wäre geil. Es wäre sehr geil. Weiteres Ausweichen. Erhöht ihr? Nein. Ja, das ist eigentlich auch gut. Ich teste einfach mal. Nö. Ach, hier oben sehen wir auch unser Quartz. Ja, ja, gut. Einfach mal die Augen aufmachen, ne? Da muss der Raid einfach mal die Augen aufmachen. Ich denke, mein Dad hat eh nichts zu erzählen. Deswegen können wir direkt runter. Obwohl, wir haben hier irgendwas für die Legionswaffe bekommen, ne? Warte mal. Sag nicht, wir können uns hier ein Upgrade holen. Also hier ist Waffe verbessern. Hier auf jeden Fall nicht. Also hier könnten wir uns auch eine selber zusammenstellen. Wir können auch den hier rein theoretisch machen. Und dann sagen, mit dem Griff zum Beispiel, aber das lassen wir. Griff ändern. Ach, guck mal, wir haben hier was. 6 weniger Schaden. Was ist jetzt der Vorteil? Entschlossenheit von C auf B. Nee, klingt irgendwie gar nicht geil. Nee, ich glaube, das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Das lassen wir. Nee, nee, nee. So. Und dann einmal zurück. Dann haben wir uns 3 Level geholt im Schaden. Das heißt, 3-mal Schaden mehr ist auf jeden Fall knackig. Und diesen großen, ne? Diesen großen Roboter, ich weiß nicht. Muss ich mir echt überlegen, was wir mit dem machen. Ob wir einfach nur vorbeilaufen, den Loot erstmal einsammeln. Aber der droppt bestimmt auch irgendwas Geiles, ne? Und auch ein seltenes Ego. Oder Ergo. So, dann gucken wir mal ganz kurz hier rein. Eins muss ja optional sein, wissen das. Ein großer Tümpel. Alles klar. Und die wollen uns erstmal anspucken. Das scheint der richtige Weg zu sein. Dann ist hier doch mit Sicherheit optional, oder? Ist hier optional. Bro, kannst du mir das verraten? Natürlich trifft er mich. Was auch sonst. Was auch sonst. Ich kann es gar nicht sagen, ob das jetzt hier optional ist oder der richtige Weg. Oder ob das andere optional ist. Wow. Alles klar. Ich hoffe, wir warten einmal ganz kurz. Das Ding scheint gefährlich zu sein. Okay, wir warten nochmal lieber. Komm, komm einmal raus. Schade.
Natürlich hat er Glück. Komm, komm schon. Warte auf die Kugel. Schade. Wäre eigentlich ziemlich witzig. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Kugel kommt auch nur, wenn wir in dem Gang hier sind, ne? Ich will hier aber lang. Ich will wissen, was hier ist. Das ist geil, ne? Irgendwie ist das cool. Irgendwie ist das geil. Ja, komm. Alter. Kriegt ihr den noch? Ja. Und wir haben hier gratis Kram. Nicht schlecht. Ach, das ist noch einer. Gut, dann lassen wir ihn nochmal zu uns kommen. Gut, dann kann ich hier in Ruhe sammeln. Dann wird er jetzt eh nochmal zerquetscht, ne? Müsste ja. Ja. So geht's auch. So geht's auch, Leute. So, hier muss doch irgendwas Cooles noch sein, oder? Oh. Okay, das war nicht witzig. Ja, komm, lass mir ihn einfach kaputt rollen. Ich trinke in der Zeit einen Schluck, auf ganz entspannt. Die Kugel macht alles für uns. Die macht doch alles für uns, Leute. Und ciao. Okay, da ist auch ein Weg. Da ist eine Kiste. Oh, und ich natürlich. Ich dachte, die Kugel kommt jetzt nicht mehr. So. Hier ist doch bestimmt was Nettes drin, oder? Feuerklinge. Eine Feueraxt. Aha. Und wie sieht's mit der aus? Die ist bestimmt eine langsamere Waffe, ne? Warte. Oh. Aha. Ja, aber ich glaube, das wäre eher meins. Die werde ich mal austesten. Ich glaube, die ist eher meins, Leute. Wenn wir die upgraden. Jetzt habe ich so viel in die Klinge gehauen, ne? Habe ich so viel hier reingehauen? Wo sind wir denn hier? Wäre das der richtige Weg? Der will uns bestimmt killen. Nicht hier. Ist das alles Wirr, Leute? Ja, wir ziehen einfach mal. Rätsel. Wie können dann rüber? Na gut. Einfach nur einen Weg geöffnet. Könnte man auch durchs Rohr? Oh, fantastic. The pipe fit like a glove. Well, like a pipe that fit. Idioms, you know? Okay, wir schauen uns mal ganz kurz. Oh, was ist denn das hier? Oh, bin ich hier schon wieder gelandet, Leute. Ist auf jeden Fall jede Menge Loot. Da hinten ist ein Wolf, der uns wahrscheinlich killen möchte. Okay, das scheint dann doch der richtige Weg zu sein. Ne? Dann ist anscheinend doch diese große Pfütze optional. Und hier ist auch was. Warte mal, das schaue ich mir mal ganz kurz an. Das war ja klar, dass sowas passieren muss. Warte mal, wir testen direkt mal die neue Waffe.
Na super. Wahrscheinlich irgendwas vom Feuerschaden. Aber das ist gut. Axt ist gut. Wo kommen wir denn hier raus? Ah, der wird uns bestimmt, wenn wir durchgehen. All puppets must die. I hear the sound of springs inside you. Ist auch eine Puppe. Oh, super. All puppets must die. Na toll. Kill the puppets. Ich wollte eigentlich keinen Bosskampf jetzt machen. Oh, nein. Nein. Und er hat mich. Kann ich abhauen? Komm schon. Ciao, Bro. Gut, ich wollte eigentlich die Folge beenden, Leute. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, bewerten und kommentieren nicht vergessen. Sonst würde ich sagen, bis zur nächsten Folge wieder. Ciao.